Ja, hi, wunderschönen guten Abend. So, ich wollte euch hier mal kurz St. Moritz zeigen bei Night 22. Ui, jetzt weiß ich es nicht einmal mehr. Ui. Ich bin hier völlig zeitlos in einer wunderschönen Atmosphäre. Nee, ich glaube 22. genau, 24. ja, montags. So, dann hier mal ein kurzer Blick in die Runde. Ist jetzt noch ziemlich ruhig, weil die meisten Gäste kommen erst so ab 25., 26. Dann wimmelt es hier vor lauter Menschen. Viele feiern doch noch Weihnachten zu Hause. Ich genieße die Tage davor noch relativ so ruhig hier und ja, hat einfach was. Geiles Ambiente. Richtig cool. Heute war wieder ein strahlenblauer Himmel. Wunderschön, super geile Sonne. Das ist natürlich jeden Tag ein riesiges Freudenfest. Ja, jetzt zeige ich euch eines meiner Lieblingscafés. Da vorne kommt's schon. Das ist das Café Hanselmann. Lauter geile Leckereien. Viel zu gut, die Sachen. Das schmeckt richtig traumhaft. Also, wenn du mal in St. Moritz bist, absolutes Muss Kaffee Hanselmann. Oder da, wo ich morgens immer bin, das ist Kaffee Hauser. Auch das ist sehr schön. Tja, irgendwie gibt es heute niemanden, der dabei ist. Das ist ja auch witzig, das erste Mal. Eine absolute Totenstille, wer weiß, was gerade bei euch läuft. Oder ich bin auf dem falschen Kanal. Nee, oh, eine Person schaut zu. Weil normalerweise geht es immer viel schneller. Aber kann ja sein, Samstagabend Hektik einkaufen. Wer weiß, oh, zwei Personen, aber es wird mir noch niemand angezeigt. Oh, ein Like. Danke. Ein kleines Likelein. Da übrigens die besten Maronis weit und breit. Hier, das ist das Gemeindehaus. Und jetzt gehe ich mit euch da mal nach hinten. Cisavelia, absolutes Traditionshaus, uralt. Da musst du auch unbedingt essen gehen, wenn du in St. Moritz bist. Cisavelia, übersetzt heißt das altes Haus. Das ist so geil da drin. Immer wenn ich Gäste habe hier in St. Moritz, gehe ich mit ihnen in die Cisavelia. Absolutes Muss. Dann heute haben wir auch schön Vollmond. So, ich drehe jetzt mal die Kamera kurz auf mich, weil da ja Gäste sind. Dann marschiere ich da mal vorbei. Ah, hör mal, geiler Sound, oder? Range Rover Sport Biturbo. So. Okay. So, jetzt kann ich es wieder wechseln. Hier ist der Eingang in die Cisavelia. Dann schauen wir jetzt mal hier aufs Palace Hotel runter. So, einmal um die Ecke. Buonasera. So, guck mal hier, der Vollmond. Echt gigantisch, oder? Und schau mal hier, das geile Palace Hotel. Ist das nicht wunderschön? Ich liebe es. Ich liebe diesen Anblick hier, weil das ist echt so geil. Guck mal hier, dieses kleine Mäuerchen. Ne? Unglaublich, wäre in Deutschland verboten. Man kann es hier leicht runterstürzen. So, okay, vier Leute dabei. Cool. Aber ich sehe immer noch nicht, wer dabei ist. Okay, ist ja auch egal. So, Palasturm. Der geile Weihnachtsbaum mit über 1860 Riesenkugeln in Gold und in Rot. Wahnsinn. Und hier die nobelsten Boutiquen hier unten. Überall mit Security. Ja, heute Nacht hat es wieder schön geschneit. Unten Hotel Waldhaus. Dort waren wir auch essen. Und hier haben wir nochmal die Cisavelia.
gibt es übrigens die beste Pizza, weit und breit. Pizza Bianca mit Trüffel, wenn du sowas magst. Wahnsinn, richtig, richtig, richtig cool. Und wenn du sagst, ey, ich möchte auch mal gerne nach St. Moritz, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Mein nächstes Event ist hier vom 4., danke für den Like, vom 4. bis 6. Januar. Da geht es an die Jahresklausurtagung. Wieso Jahresklausurtagung? Ganz ein wichtiger Moment, das Jahr entsprechend zu verabschieden, sich auf das neue Jahr vorzubereiten. Mit all dem, was wir gelernt haben. Hi, liebe Kerstin, wunderschönen guten Abend. Das kennst du ja noch, gell? Das haben wir vor einer Woche gemacht. Da warst du dabei. Und da im Hintergrund, zwischen den beiden Häusern, das ist das Kempinski Hotel. Mit den beiden Türmen. Ja, also, was haben wir gelernt in 2018? Was war gut, was war sehr gut? Was war herausragend, was war outstanding? Und was war einfach miserabel, ja? Weil wenn jemand sagt, wow, bei mir war es nur geil, alles nur cool. Na, das glaube ich nicht, weil es gibt immer Höhen und Tiefen. Es gibt geile Momente, ganz, ganz coole Momente. Es gibt Momente, wo wir einfach sagen müssen, dürfen, wow, da müssen wir noch einiges besser machen. Da müssen wir nochmal unsere Hausaufgaben machen. Und das kann ich einfach nur jedem sehr, sehr, sehr empfehlen. Und wir machen das immer gleich Anfang Januar hier. In der besten Umgebung, wo du nur sein kannst. Voller Inspiration. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wo wir essen gehen werden. Wir werden in Murtas oben essen gehen. Murtas, das ist 2500 Meter hoch. Absolut geil. Das sehen wir jetzt leider nicht. Das ist hier hinten. Da, wo der Mond ist, ein bisschen links. Ist auf dem Berg oben 2500 Meter. Wenn du ein bisschen runter scrollst, da war ich am Mittwoch oben. Letzte Woche. Und habe da einiges, organisiert. Ist jeweils ein Traum und wir werden dann hier in der Cesarvilia essen. Das ist so herrlich. Jetzt gucken wir mal, dass wir da mal kurz reinschauen. Echt die Spitzenköche vom Palace. Die kochen absolut göttlich. So, ja, da schaut niemand sitzt niemand. Da können wir mal reinfilmen. Guck mal, wie findest du das? Freue mich über Herzchen, freue mich über Likes. Ist das nicht wunderschön? Und dann hast du so 3-4 Pizzaiolos. Du kannst ihnen zuschauen. Guck mal, alles aus Holz. Du kannst ihnen zuschauen, wie sie die Pizza machen und sonstige Sachen kochen. Also richtig, richtig, richtig. Ein Gaumenschmaus. Absolut traumhaft. Guck mal, wie schön. Wunderschön getischt. Erstklassige Kellner. Einfach so, ja, wie sie es gehört. 4. bis 6. Januar hier in St. Moritz. Jahresklausurtagung kostet normal 2.970 Euro. Und du als mein Facebook-Freund bekommst 1.500 Euro Nachlass. Das heißt, 1.470 Euro plus Mehrwertsteuer. Und ich kann dir eines sagen, das Jahr 2019 wird ein ganz, ganz anderes. Es wird nicht mehr das gleiche Jahr wie 2019. Weil über eines sollten wir uns im Klaren sein. Wir müssen immer schauen, dass wir viel, viel, viel besser werden. Ja? Meine Devise ist immer 100%. Das ist immer meine Devise. Immer verdoppeln. Ich weiß, viele sagen, ey, das ist unmöglich. Auch wenn ich in Firmen reingehe als Berater, wir schauen die Zahlen an und dann verdoppeln wir. Gut, wenn jemand noch nicht viel hat, dann ist es leicht. Wenn jemand schon viel hat, dann ist es schon ein bisschen komplizierter. Dann musst du richtig Gas geben. Dann musst du echt, echt wirklich darauf achten. Wie kriegst du es hin, das Ganze zu verdoppeln, ja? Aber das ist einfach eine sportliche Herausforderung, weißt du? Deine Zahlen nach oben zu drehen. Und das Problem ist nicht, dass wir nicht gut sind. Das Problem ist einfach, wir haben teilweise keine Ahnung. Und das Problem ist, wir geben zu wenig Gas. Und das Problem ist auch, wir haben zu kleine Ziele. Das ist unser Problem. Wenn wir zu kleine Ziele haben, weißt du, das, was ich oft so auch in Firmen erlebe, ja, wir haben wenigstens keine roten Zahlen geschrieben. Was ist denn das für ein Bullshit? Das geht doch nicht darum, dass wir keine roten Zahlen schreiben. Es geht darum, dass wir 100% mehr Umsatz und 100% mehr Gewinn machen. Das ist doch die Devise.
Das ist eine sportliche Herausforderung, ja. So, wenn du jetzt deine Zahlen nimmst, jüngst haben einer geschrieben, jüngst vor 2 Tagen, boah, ist ja Wahnsinn, was das kostet, die Jahreskursurtagung, da mache ich es lieber alleine. Ja, du, da musst du halt das Geld sparen, wenn du das alleine machen kannst, wenn du ein absoluter Macher bist, wenn du cool bist, wenn du geil bist und das alles im Griff hast, dann schau doch einfach mal deine Zahlen an, ja. Einfach sachlich nüchtern, völlig wertfrei, ja. Schau einfach, wie weit bist du gekommen bisher, wo du alles alleine gemacht hast. Was hat sich da bewegt, ja? Hat das ausgereicht? Bist du happy? Bist du glücklich? Tust du jedes Jahr deine Zahlen verdoppeln? Wenn ja, danke für die Herzchen. Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Dann brauchst du keinen Ernst Kramerin, dann brauchst du auch keinen anderen Coach. Dann brauchst du gar nichts. Dann mach einfach weiter so. Dann bist du absolut genial, ja? Dann bist du sensationell unterwegs. Wenn du aber nicht eine 100% Steigerung hast, an Umsatz und an Gewinn, dann solltest du dir echt überlegen, nach St. Moritz zu kommen in wenigen Tagen und hier dabei zu sein. Hi, liebe Sabine, wunderschönen guten Abend nach Dingsbums. Ah, Dingsbums. Oh. Wie heißt das? Nassau? Nee, keine Ahnung. Okay, du hast zwar schon wunderschöne Bilder gepostet. Ja, also nutze einfach diese geile Chance. Nutze diese geile Chance, dabei zu sein, dich einfach inspirieren zu lassen von Machern. Und ich weiß nicht, ob du den Bericht gesehen hast in dem Magazin Erfolg von Julian Backhaus. Da gab es eine zweiseitige Reportage über mich, über meinen Erfolg, über das, was ich tue. Und ich darf dir eines sagen, ich liebe das, was ich tue. Und ich liebe einfach außergewöhnlich unterwegs zu sein. Ich liebe die Ärmel nach hinten zu krempeln, Hemd aus der Hose und ganz einfach die Welt zu rocken. Und nicht nur für mich, sondern auch für alle Menschen, die mit mir zusammen den Weg gehen möchten. Ja. Und wenn du sagst, nee, ich mag jetzt keine Jahresklausurtagung, ich möchte das gerne alleine machen, dann kannst du das natürlich auch machen. Wir machen auch ein Tagesdurchbruchscoaching. Auch das ist möglich. Schreib mich da einfach an. Mein normaler Tagessatz ist 20.000. Ich sage das jetzt auch öffentlich hier. Und da gibt es natürlich Leute, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. So, boah, das ist ja Wahnsinn. Ja, Wahnsinn ist nichts zu machen. Das ist noch viel größer. Das ist noch viel, viel der größere Wahnsinn. Der größere Wahnsinn ist immer in der Hoffnung zu leben, dass es schon irgendwie werden wird. Das finde ich ein viel, viel, viel größerer Wahnsinn. Ja. Und wenn du magst, bis Weihnachten, schreib mich an. Und du bekommst einen supergeilen Weihnachtsbonus auf das Tagesdurchbruchscoaching, ja? Ansonsten sind wir bei 20.000 plus Mehrwertsteuer. Und wenn du denkst, das ist jetzt wahnsinnig viel, du, das ist alles relativ im Leben. Du musst einfach schauen, was bekommst du alles dafür? Und ja, so hast du jetzt auch die Chance. Komm nach St. Moritz, nutz diese geile Chance, 3 Tage lang mit mir zusammen zu sein, 3 Tage lang intensives Training. Und es verändert deine Welt, ja. Es macht ganz, 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 ganz viel mit dir. Absolut. Auf mein Lieblingshotel hier, Palace Hotel. Es macht unendlich viel mit dir. Und es wird einfach das beste Jahr, was du je hattest. Und das wünsche ich mir so sehr für dich. Es soll einfach viel, viel besser werden. Es soll viel, viel gigantischer werden. Weißt du, was das Schlimme ist? Das Schlimme ist ganz einfach, du machst und tust, du machst und tust und du kommst einfach nicht richtig voran. Ja? Du kommst einfach nicht richtig voran, weil es immer irgendwo klemmt. Dann vergisst du wieder immer irgendwo was. Und das finde ich einfach unendlich schade. So, ich gucke, dass ich mich hier anlegen kann, ohne gleich abzustürzen. Ja, und alle erfolgreichen dieser Leute, alle haben einen Mentor, alle haben einen Coach. Und ich erlebe das auch hier oben, hier wo die reichsten Menschen, die reichsten der reichsten sind, ja. Heute sind wieder ganz, ganz viele Privatjets reingekommen, ja. Die lassen sich alle beraten, nur der Normalbürger ist einfach immer der Meinung, ja, der kann das auch alleine machen, hier, das schaffe ich alleine, das Geld kann ich mir sparen. Ja, ich war auch mal so unterwegs, ja. Ich war auch immer der Meinung, ich kann alles alleine schaffen, ich kann alles sparen, weißt du was, das war ein ganz, ganz großer Trugschluss, ja. Weil es hat mir viel, viel Lebenszeit kaputt gemacht. Ich musste Try and Error machen, Versuch und Irrtum. Und ich habe viel, 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 viel Lehrgeld bezahlt. Lehrgeld, wo ich besser investiert hätte. Ja, investiert in mich, Geld investiert in Menschen, die was bewegt haben. Onassis, der hier oben auch eine Villa hat. Tino Onassis ist vielleicht manchen noch ein Begriff, die schon ein paar Tage länger auf der Welt sind. Ja, Onassis, einer der griechischen Redner. Der sagte auf dem Sterbebett, als er gefragt wurde, und Herr Onassis,
wie schaut's aus? Werden Sie wieder alles so machen wie bisher? Und er sagte, ja, ich würde wieder alles so machen, nur ich würde viel, viel früher Berater an meine Seite holen. Viel, 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 viel früher. Und boah, das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja? Und ich habe das hier ja auch erlebt als Privatskilehrer. Ja? Also es gab Leute, die haben versucht, selber sich Skifahren beizubringen. Weißt du, was das für eine Bullshit-Nummer war? Das hat einfach hinten und vorne nicht funktioniert. Die Leute haben das Skifahren aufgegeben. Und dann waren manche hier mit Freunden oder mit dem Ehemann oder mit jemandem, der Skifahren konnte. Und der hat dann versucht, den Leuten das beizubringen. Auch das hat nicht funktioniert. Keine Chance. Dann hast du die Möglichkeit gehabt, in einer Gruppe Skifahren zu lernen und die anderen haben sich einen Privatskilehrer geholt. Und das war einfach die Krönung. Ja? Ich habe das ja selber erlebt. Ich war ja auch einige Jahre Privatskilehrer hier. Ja, die, die in der Klasse waren, die waren so nach einer Woche waren sie so vom zweiten Idiotenhügel, angefangen auf dem ersten Idiotenhügel und das macht einfach nicht so viel Spaß. Und wer einen Privatskilehrer hatte, ja, wir waren morgens auf dem Idiotenhügel eine Stunde und danach waren wir auf dem zweiten Idiotenhügel gegen Mittag und nachmittags waren wir schon oben, weißt du, schon oben richtig in den Bergen, da konnte man schon richtig Skifahren. Also was heißt das ganz einfach? Hol dir einfach Hilfe, ja. Hol dir wirklich, wirklich Hilfe. Hol dir die Menschen in dein Leben rein, die schon dort sind, wo du gerne hin möchtest. Ja? Auch ich bilde mich permanent weiter. Das siehst du auch wunderschön in dem Erfolgsmagazin. Ja? Darüber berichte ich auch. Zu glauben, ich kann alles, ich brauche keine Hilfe mehr. Hey, danke für die Likes, für die Herzchen. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Ja? Das muss ich einfach sagen, auch wenn ich mein Leben reflektiere. Und das machen wir auf der Jahresklausurtagung. Da gehen wir richtig, richtig ans Eingemachte. Ja? Da überprüfen wir einfach, wie war dann bisheriges Leben, wieso ist dein Leben so, wie es jetzt ist und wie könnte dein Leben sein, ja, wie könnte es sein, wenn du Vollgas gibst, wie könnte es sein, wenn du deine alten fucking Glaubenssätze einfach über Bord schmeißt, wie sind dann deine Glaubenssätze, was machen die mit dir, ja, das ist grausam, was die Glaubenssätze mit uns machen, sie sind dermaßen behindernd und ja, das kommt, wir haben oft Angst und es hat was mit unserer Erziehung zu tun, es hat was damit zu tun, was wir alles erlebt haben. Und viele sprechen, ja, ich habe da Erfahrung. Ja, cool, wenn du Erfahrung hast. Es gibt andere, die haben auch andere Erfahrungen. Es gibt andere, die haben coole Erfahrungen. Ja, wir haben alle Erfahrungen. Aber du musst doch nicht alle Fehler immer selber machen, oder? Wozu denn auch? Hol dir jemand, der weiß, wie es geht. Hol dir jemand, der das alles schon erreicht hat, was du erreichen möchtest. Und dann gib einfach Vollgas. Also, wenn du kommen möchtest, 4. bis 6. Januar, wieso wiederhole ich das immer wieder? Weil ich sehe es ja teilweise auch bei mir selber. Manche Dinge gehören einfach immer wiederholt. Ja, wiederholt, wiederholt. In der Wiederholung liegt die Kraft so lange, bis man es einfach checkt und sagt, oh ja, verdammt nochmal, jetzt melde ich mich einfach an. Ich komme jetzt zur Jahresklausurtagung. Ich nutze diese geile Chance. Ich gebe Vollgas. Ich nehme mein Leben in meine Hände und ich verdopple meinen Umsatz und meinen Gewinn. Verdoppelung. Weißt du, was das heißt? Und auch wenn du es nicht ganz erreichen solltest, dann kommst du viel, viel weiter, als wenn du hingehst, was viele machen und sagen, ja, ich schaue jetzt mal, ja. Ich hoffe, dass das Jahr 2019 besser wird als 2018. Das ist der größte Bullshit, den du machen kannst. Du sollst nicht in der Hoffnung leben, du sollst dein Leben in deine Hände nehmen. Und du sollst die Dinge planen. Du brauchst große Visionen, du brauchst klare Ziele. Plan die Dinge und dann zieh es durch, ja. Und dann ist für dich auch Geld kein Thema mehr, weil Reichtum ist das Geburtsrecht von jedem Menschen. Das kann ich immer nur wiederholen, ja. Geld darf für dich nie, nie, nie mehr ein Thema sein, ja. Geld ist übrigens das meistbenutzte Wort auf dieser Welt. Jedoch leider in einem negativen Kontext. Guck mal, jetzt sind sogar die Kirchenglocken mir das bestätigen. Wunderschön, diese Kirche hier. Mega groß. Ja, Geld ist so negativ behaftet. Und wenn Geld für dich ein Thema ist, wenn du mir jetzt hier zuhörst und dir überlegen musst, ja, das wird mir schon gefallen, nach St. Moritz zu kommen. Ich würde das schon gerne machen. Aber, ich kann mir das nicht leisten oder es ist mir zu teuer. Hey, das ist scheiße auf gut Deutsch. Sorry für den Ausdruck. Das ist wirklich blöd. Guck mal, wie wunderschön die Glocken läuten. Wahnsinn, oder? Siehst du, volle Bestätigung auch von der Kirche, hä? Also, Geld darf nie mehr ein Thema für dich sein. Nie mehr. Und wer kann das ändern, außer du? Das hat nichts mit Glück zu tun. Du kannst jetzt Lotto spielen. Du kannst hoffen, dass du mehr Geld verdienst.
Aber wieso soll aus der Hoffnung raus was passieren? Aus was für einem Grund? Es ist ein riesengroßer Trugschluss. Ich habe von Jahr zu Jahr, viele Jahre habe ich in der Hoffnung gelebt. Ich habe in der Hoffnung gelebt, dass mein Leben besser wird. Ich habe in der Hoffnung gelebt, dass ich mehr Geld verdiene. Ich habe in der Hoffnung gelebt, dass ich tolle Urlaube mir leisten kann in tollen Hotels, dass ich oft aufs Schiff kann. Und. Hör auf. Hör bitte auf, in der Hoffnung zu leben. Mach das nie mehr. Stell dir mal vor, hier das wunderschöne Palace Hotel. Bad Ruth hätte davon geträumt, hätte gesagt, ja, ich werde eines Tages ein geiles 5-Sterne-Hotel mit Türmchen bauen. Du, das wäre nie was draus geworden, ja? Nein, er hat's geplant und hat's umgesetzt. Das sind Macher. Das sind Pioniere gewesen. Und auch du bist ein Macher. Auch wenn man dir was anderes gesagt hat, auch wenn man dir immer wieder gesagt hat, du bist zu klein, du bist zu blöd, oder wenn ich so an meine Lehrer denke, was haben die immer gesagt? Kramer, aus dir wird nie was, ja? Ich fand's lustig. Ich fand's cool. Das war doch eine geile Ansage. Ja, aus dir wird nie was. Mich hat das nicht kaputt gemacht. Mich hat das nicht zerstört. Und ich war ein sauschlechter Schüler, ja? Ich habe immer nur geglänzt mit Streiche. Ich habe immer nur geglänzt mit Blödsinn. Ich musste jeden Tag nach vorne zur Tafel, jeden Tag. Und aus der Sicht der Lehrer habe ich mich jeden Tag blamiert. Weißt du wieso? Weil ich nichts wusste. Ich wusste gar nichts, weil ich keinen Bock hatte, für den Mist da zu lernen. Ja? Zeigt dieses Video ja nicht euren Kids. Ja? Aber du siehst ja auch, wenn du in der Schule eine Pfeife warst, deswegen muss ja nicht eine Lebenspfeife sein, ja, sondern es hat was zu tun, danke, mit deiner Einstellung. Es hat was zu tun mit deinem festen Willen, es zu packen, Gas zu geben. Und auch ich lasse mir immer wieder helfen. Und ich darf dir eines sagen, auf der Jahresklausurtagung, da öffne ich meine komplette Schatulle an Wissen, an Können. Und du bekommst alles von mir, alles, was du brauchst, ja. Weil ich mache die Jahresklausurtagung ja auch mit. Ich sitze nicht vorne und schwinge große Reden, sondern ich hocke mich genauso hin wie du und arbeite das durch, ja. Und das ist natürlich eine komplett andere Energie, wenn man das gemeinsam macht, verstehst du? Und dann sich auch spiegelt, ja. Und wenn du auch sagen kannst, ey, was hast du erreicht? Was hast du bewegt? Und was willst du noch alles machen? Was sind deine Erkenntnisse daraus? Wieso willst du das? Und das gibt einfach Mut, ja. Das gibt ganz viel Mut. Und das ist einfach das, was wir brauchen. Wir brauchen Mut und wir müssen bereit sein, die Extrameile zu gehen. Wir müssen bereit sein, wesentlich mehr zu bewegen als jemals zuvor. Und stell dir einfach noch mal vor, du kommst jetzt auf die Jahresklausurtagung, 4. bis 6. Januar, und es verändert ganz viel, so wie Marian. Hi, wunderschönen guten Abend. Vielleicht kannst du mal kurz reinschreiben, wieso hast du dich angemeldet zur Jahresklausurtagung? Weil es deine Welt verändert, weil du so viel geile Energie bekommst, weil du in eine komplett andere Welt eintauchst, ja? Und weißt du, das Wichtigste ist ganz einfach, immer, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, ehrlich zu sich selber fragen, sich einfach fragen, okay, wie war mein Jahr, wie waren meine letzten 5 Jahre, bin ich glücklich, bin ich happy, habe ich alles erreicht? Wenn ja, brauchst du keine Jahresklausurtagung, dann kannst du auch zu Hause bleiben, überhaupt kein Thema. Und wenn du wirklich sagen musst, nee, war nicht ganz ideal, ich hätte gerne ein paar Dinge anders gehabt und ich möchte viel, viel mehr erreichen, ich möchte einen Durchbruch haben, ich will zu den ganz, ganz Erfolgreichen gehören, ja, dann lerne einfach von den Erfolgreichen. Es nützt nichts, wenn du von den anderen lernst. Es gibt so viele Selbsthilfegruppen da draußen. Es gibt so viele Leute, die vermeintlich wissen, wie es geht, ja, die dir vermeintlich helfen können und selber keinen Erfolg haben, ja. Schau in Zukunft einfach, wenn du dich irgendwo coachen lässt, schau einfach, was diese Leute für einen Lifestyle haben. Und ich meine nicht diese Newbies hier, die ganz frisch auf die Welt gekommen sind, also ich meine, die leben schon ein paar Jahre, aber die einfach ganz frisch angekommen sind und jetzt plötzlich einen auf ganz, ganz groß machen, sondern ich meine die Leute, die schon Jahrzehnte da sind, die solide Firmen aufgebaut haben, die echt was zu sagen haben, die was bewegt haben. Und das wünsche ich mir einfach so sehr für dich, dass du endlich deinen Weg gehst, ja. Deinen Erfolgsweg, dein Weg, der, wo alles möglich ist, ja. Und du schaffst das. Du schaffst das. Aber du musst halt eine Entscheidung treffen, ja. Und
Ja, ich höre immer wieder, dass die Leute sagen, ja, weißt du was, ich mache eine Jahresklausur dann zu Hause. Das, ja, wie willst du das schaffen zu Hause? Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit, ja. Du wirst dich niemals alleine zu Hause hinhocken und dann 2,5 Tage lang dich durch nichts und durch niemanden beirren zu lassen. Das geht ganz einfach nicht. Und dann hast du keinen Sparringspartner. Du hast nicht die Gruppe, wo du dich austauschen kannst. Was unendlich wichtig ist, dieser Austausch, das ist so, so, so wertvoll. Und an deinen Zielen einfach richtig kräftig nochmal drehen. Nochmal kräftig schrauben. Weil das macht so viel aus. Das verändert alles. Tja, hier nochmal schön, St. Moritz. Mittendrin, 4. bis 6. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Hier der beste Maroni-Mann. Ciao, ich bin gerade live. Er ist ein bisschen müde, hä? Schönen Abend. Ciao. Ciao. So, schauen wir noch kurz ins Schaufenster rein vom Hanselmann. Dass du da nochmal was anderes siehst und hörst. Außer die Jahresklausurtagung. Guck mal hier. Ist das nicht schön? Ich liebe das. Nebst den ganzen 5-Sterne-Hotels auch immer wieder hier reinzugehen. Traumhaft, oder? So, hier gibt es noch einen Nikolaus. Für 560 Franken, siehst du. Und wenn du sagst, hey, geil, den hole ich mir. Guck mal, was für ein schöner Nikolaus. Huh? So, jetzt marschieren wir hier mal hoch. Ja, ich wünsche dir jetzt auf alle Fälle einen wunderschönen Samstagabend. Genieße es. Morgen einen schönen Sonntag. Und ich werde mich dann sowieso nochmal live melden. Am Heiligabend. Ich werde Heiligabend schön essen gehen hier in St. Moritz. Ich werde das richtig, richtig genießen. Und hier, das ist die geile Bar, wo wir auch immer reingehen. Schön mit italienischer Live-Musik. Richtig cool gemacht. Mit einem geilen Pianisten. Und guck mal, hier wird Champagner ausgeschenkt. Ja, hier waren wir. Auch bei der Weihnachtsfeier. Sind wir abends noch hier vorbeigegangen. So, jetzt wünsche ich dir alles. Und ich bin mal gespannt, wenn ich von dir oder von euch bei der Jahresklausurtagung 4. bis 6. Januar sehe. Und wir werden darüber berichten. Und alles Liebe. Ciao. Und schön, dass ihr dabei wart. Und vielen, vielen Dank fürs Teilen des Livestreams. Tschüssi.